Rot war ihr Lieblingsfarben. Sie verwendete ihn oft vom Schafsrücken erst gesponnen, dann gewebt und dann als Stoff. Ihre Finger, sehr geschickt, bewegten sich fast von allein. Jede Bewegung genau gewusst und am Ende das Produkt von Tischdecken bis zum Teppich, über Schal, Maus oder Tuch wurde alles handgefertigt. Ja, selbst der Umschlag für ihr Lieblingsbuch. Das Endstück, nicht nur ein Produkt. Ihr ganzer Stolz, ja, ihre Kunst, stellte oft sich nur die Frage, ob sich der Prozess auch wirklich lohnt. Denn die Kundin sah es nicht. Sah nicht die Arbeit, die es benötigt, den Webstuhl webfertig zu machen. Sah nicht die ganze große Familie, die immer fleißig dabei half. Sah nicht die Stunden voller Mühe. Sah nicht das Herzblut. Sah nicht den Schweiß. Sie gab mit jedem einzelnen Faden ein winzig kleines Stück von sich. Jedes Muster sollte zeigen, wie einzigartig es doch ist. Denn ihr Teppich war viel mehr als ein alter Fußabtreter. Ihre Tücher waren nicht einfach nur Halswärmer. Ihre Werke waren Geschichten von schlaflosen Nächten, Erinnerungen an Kinder, die auch das Handwerk erlernten. Rot ist ihr Lieblingsfaden, mit roter Beete gefärbt. Eine Farbe wirklich schwierig, macht sie viele doch zu blass, aber bei ihnen habe ich gleich gemerkt, dass Rot zu ihnen passt. Und die Frau, zu der sie sprach, vergaß plötzlich all ihr Leid. Hatte sie nicht gerade noch vor lauter Kummer laut geweint, doch durch die Worte der alten Frau fühlte sie sich plötzlich schick. Das Tuch gab ihr scheinbar Kraft und sie war wieder im Glück. Frau Nachbarin, Ihr Haus, es ist ja wirklich fein, doch wirkt es durch das ganze Grau dann wohl doch etwas klein. Da habe ich was für Sie. Dieser Teppich passt perfekt, nur eine kleine Stoffergänzung macht das Haus wieder adrett. Denn in der Tat sah das Haus der Nachbarn grau und traurig aus, doch durch den handgewebten Teppich wurde es ein Augenschmaus. Ganz subtil, aber bestimmt brachte er Zauber in die Stube, sodass sich nicht nur ihre Nachbarn, auch deren Kinder sich wohlfühlten. Nicht nur Freude und Produkte hat das Weben ihr geschenkt, etwas anderes war das größte und auch beste Webgeschenk. Ein kleiner Tipp, ein Wort mit G. Na schon, ne Idee? Aber denkst du jetzt an Geld, dann hast du weit gefehlt. Geduld. Geduldig zu sein, klingt sehr leicht, man hat gut reden, doch wenn du glaubst, du seist geduldig, probier du erst das Weben. Doch mit Erfahrung kam auch das Alter und leider Schmerzen im Gelenk. Auch der Star kam hinzu und hat ihr Augenlicht gelöscht. Ihre Finger wurden zittrig, Schiffchen fielen auf den Boden, ihre Hand nicht mehr geschmeidig, ihre Hände nur noch Knoten. Das Weben schien unmöglich, ihr Handwerk wurde ihr verwehrt, ihr Körper war nicht mehr imstande, ja, es ging einfach nicht mehr. Ihre Familie war entsetzt, ihre Freunde ganz verschreckt, doch viel schlimmer war es, wie der ganze Umstand sie doch kränkt. Sollte sie all die Fantasien, ihr kreatives Ich aufgeben, ab jetzt ein Leben ohne Spinnrad, ja gar ein Leben ohne Weben? Nein, Kunst zu schaffen wurde ihr erschwert, aber aufgeben wollte sie nicht. Sie braucht ein anderes Handwerk, ein Handwerk ohne Hand, wenn doch nichts mehr geht. Und so wurde nicht die Hand, sondern das Mundwerk zum Handwerk. Zum ersten Mal seit Jahren ließ sie die Finger ruhen, doch einfach Trübsal blasen, sie hatte Besseres zu tun. Das Weben aufzugeben kam für sie nicht in die Tüte und so webte sie nicht Tücher, sondern einfach mal Geschichten. Geschichten? Ja, Geschichten. Die Faser war ihr Wort, lange Sätze ihre Fäden und auch bildete sie Muster, die ein Gesamtbild bald ergaben. Das war nicht immer einfach und auch anders ganz bestimmt, aber eins kann ich auch sagen, an Spaß fehlte es ihr nicht. Schiffchen, die zu Booten wurden, Spinnen spinnten ein riesiges Netz, Geschichten weben, tja, das hatte bald das echte Weben ersetzt. Das Geflecht wurde zum Kampfgefecht, bei der Schauplatzwahl war sie nicht scheu, die Spannung fehlte sicher nicht, der Protagonist im Fadenkreuz. Dem roten Faden blieb sie treu, konnte er ihr dabei helfen, bei all der Spannung und den Ideen das Wesentliche nicht zu vergessen. Für die vom Leid geplagte Frau hatte sie leider kein Tuch, doch eine nette Anekdote tat der Frau genauso gut. Das Nachbarskind saß auf dem Teppich, es besuchte es,
Es besuchte die Frau nun oft, es lauschte brav ihren Erzählungen, als sie ihre Märchen spann. Und auch ganz ohne Stoff und Fäden wurde das Haus ganz plötzlich bunter, denn die Geschichten blieben stets in ihrem Kopf und dem der Kinder. Rot ist ihr Lieblingsfaden. Sie verwendet ihn oft als Grundlage für Geschichten, für Fantasien in ihrem Kopf. Worte wählt sie mit Bedacht, Ideen blitze schnell entfacht. Der Vorteil, so eine Geschichte ist deutlich schneller gemacht. Ihre Geschichten wirken Wunder, erhellten Räume und Gesichter. Die Begeisterung der Kunden macht das Ganze nur noch schöner. Die echte Webkunst wird sie trotzdem immer lieben und auch ehren, doch ihre neue Leidenschaft war von nun an das Erzählen. Ihre Kreativität bekam ein ganz neues Gesicht, denn auch ohne ihr Handwerk blieb sie weiter kreativ. Ein Verlust zu Beginn wurde später zum Gewinn. Eine große Veränderung gab ihrem Leben wieder Sinn. Ihre Geschichte wollte ich euch heute auf dem Weg mitgeben. Doch denkt ihr jetzt, das ist das Ende, muss ich euch enttäuschen, denn den roten Faden hatte sie nie verloren. Dankeschön.